Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Let's Play City6XL geht in die nächste Folge. Ich begrüße euch mal wieder zu einer Umbaufolge. Vermute ich, dass wir hier jetzt mal weiter umbauen. Aber wir gucken erstmal, ich lade gerade neu, 47.000 plus machen wir pro Runde, 14 Millionen haben wir auf der hohen Kante. Sieht auch mal danach aus, als könnten wir auch mal endlich einen Flughafen bauen, den ich hier eigentlich gerne irgendwo hin haben wollte. Obwohl das auch noch Urlaubergebiet wäre. Hier haben wir auch noch ein bisschen Urlaubergebiet. Mal den Flughafen hier hinsetzen. Sobald wir hier noch vielleicht ein paar Hotels hinbauen könnten, wäre vielleicht gar nicht so blöd. Freie Stellen, Arbeitslosigkeit. Also wir haben überhaupt keine freien Stellen, wir haben aber auch keine arbeitslosen Führungskräfte. Das heißt, wir bauen mal wieder ein paar auf Halde. Wohnraum, Führungskräfte, hohe Dichte. Sind wir hier ja so schön dabei. Ja, danach muss, ich weiß nicht, na, ich glaube den, na, ich weiß noch nicht genau, wie wir den hier weiter auftrennen. Jetzt nur, dass wir die Straße hier drüben auch noch weiterziehen. Und dann mal sehen, dass wir hier wieder so einen Bogen machen. Das ist ein, das Stück hier ist zu kurz. Das habe ich blöd geplant. Na, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Platz für Führungskräfte. Genau, haben wir jetzt auch ein paar Arbeitslose. Wir gucken mal, wo könnten wir denn eigentlich einen Flughafen jetzt hinbauen? So. Transportwesen, ne, großes Transportwesen, großer. Die sind ja gar nicht so groß, wie ich dachte. Könnten wir hier hinsetzen, wobei ich möchte dann erst hier eine ordentliche Straße hin haben. Wir werden ohne Ende Fracht, das heißt, wir müssen da aber irgendwas draus machen. Großfrachttransporte zwischen Städten. Für öffentlichen Personen- und Güterfernverkehr. Großer Flughafen. Passt hier nicht hin. Das ist unebene Fläche. Also hätte ich gedacht, dass wir hier eben genug sind. Der scheint aber auch ein bisschen größer zu sein als der für Fracht. Ja, hier können wir natürlich überall hinsetzen, weil wir hier mal alles geebnet haben. Fällt mir aber nicht ganz so, muss ich sagen. Wenn wir den da noch irgendwo versuchen hinzupatschen, dann müssen wir es aber müssen wir es ein bisschen ebnen hier. Dann könnten wir aber das hier mit ordentlichen Straßen mal verbinden. Dann bauen wir hier jetzt erstmal ein bisschen vor. So, also. Dann müssen wir die hier. Vielleicht führen wir die dann hier längs. Was ist das eigentlich? Das ist auch ein kleines Mini-Hotel. Das ist ja ein bisschen blöd hier. Wir müssen das hier nämlich ebnen. Müssen wir auf jeden Fall die Straße wegnehmen. Ach, wir werden die Landwirte eh wahrscheinlich alle abreißen und alles importieren. Ich weiß es noch nicht. Hier haben wir lange kein Terraformel mehr betrieben. Dann machen wir das mal auf diese Höhe hier. Haben wir gleich ein bisschen mehr Fläche. Ist doch ganz schön viel Höhenunterschied, hätte ich gar nicht gedacht. Kein Wunder, der passt hier nicht hin. Hoffentlich kostet uns das nicht schon zu viel, dass wir den Flughafen gar nicht mehr bauen können. Ups.
hoffe mal, das reicht dann gleich. Hier werden wir dann teilweise nur noch mit Brücken oder Tunneln hochkommen. 11 Millionen haben wir noch. So, dann machen wir einmal die Straße hier ordentlich. Jetzt sind sie alle da oben unglücklich, weil sie keine Straße haben, aber keine Angst, ihr kriegt sofort wieder Straße. Ich muss einmal so einen Knick machen, ne? Vielleicht machen wir das mit Kurven. So, da haben wir hier eine Kreuzung, das passt. Und dann müssen wir mal gucken, wie groß ist denn jetzt der Flughafen. Wir haben noch genug Geld. Ist ganz schön weit draußen, ne? Aber ich denke mal, der macht ja auch Lärm und so. Und jetzt an die Straße hier ranpassen. So, müssen wir noch mal kurz mal gucken, terraformen. So. Wenn wir die wegmachen und dafür eine ordentliche, kriegen wir hier genug Platz hin. Weiß ja auch nicht, was so an Verkehr denn zum Flughafen kommt. Weiß ich ja nicht, ob das so schön ist. Ist ja doch wieder Einzelstücke, aber naja, wir lassen es erstmal so. Hauptsache, wir kriegen jetzt endlich unseren Flughafen hier hin. Wieso ist denn das? Da ist das doch jetzt eigentlich gleich hoch. Wollte nämlich nicht ganz so nah eigentlich an dem Urlaubergebiet haben. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht doch noch teilweise kleine Höhenunterschiede drin sind. Das hat deswegen noch so ein bisschen rumzickt, aber eigentlich sieht das doch alles jetzt. Sieht doch eigentlich gut aus. Wir nehmen das Stück Straße nochmal weg und versuchen das nochmal hier mit einer kurvigen Strecke. Kann man nicht runter. Das geht ja nicht. Ach, das ist doch Mist. Ich weiß nicht, ob wir es noch hinkriegen. Ich dachte, das wird kein großes Unterfangen werden, setzen hier aber schnell einen Flughafen hin. Könnten wir auch einfach daran setzen. Dann hätten wir das alles, hätten wir das Problem gelöst. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So hätte ich das gerne. Und jetzt hier hätte ich eigentlich den Flughafen gerne gehabt. Genau so. So, sehr schön. Unser International Airport. Hier machen wir dann eben noch ein bisschen Grünzeugsdeko hin. Vielleicht
nichts, ne? Das ist zu groß, die Stöcke wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob wir hier noch mehr Straßen rundherum machen müssen oder ob das schon reicht. Und zwar ungelernte, unqualifizierte, wir brauchen auf jeden Fall von allen. Wir haben aber von allen ein bisschen Arbeitslose. Also Flughafen braucht bestimmt gut viele Arbeitsplätze und ich würde das die Flughafen eigentlich auch ganz gerne gleich dann schauen. Dass wir mal hier irgendwo eine U-Bahn-Station machen. Würde sich eigentlich anbieten. Hier kann auch ein Urlauberhotel werden. Mal gucken mal, ob das funktioniert. Solange der Flughafen noch nicht da ist. Hotels für Urlauber. Haben wir irgendwas Neues, Schickes? Na. Groß, ist für Spitzenkräfte. Exklusiv. Aber ich will das eigentlich nicht unterbinden, aber die wollen, glaube ich, gar nicht. Hier wird's gehen. Auch immer so anstellen müssen. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was für Urlauber. Tourismus ist aber immer noch minus 1, Büros ist auch immer noch viel zu viel minus. Produktionsgewerbe ist minus 5, da müssen wir eigentlich mal ein bisschen importieren. So, wir haben aber den Flughafen. Immerhin etwas geschafft. Oh, da will sogar gerade einer starten, aber wir stehen noch hier auf der Landebahn. Na genau, warte lieber. Wir stehen hier noch. Klickt er jetzt auch ab oder ist er nur hier zu Start? Jetzt bin ich mal gespannt, ob irgendwas passiert. Oh. Er wird sozusagen katapultiert oder wie? Wo ist er denn? Na toll, jetzt haben wir es nicht gesehen. Weg ist er. Was? Riesenflugzeug. Sehr schön, wir haben unseren Flughafen hier. Denke ich mal, wird auch wieder ein bisschen für Zufriedenheit vielleicht bei allen Leuten sorgen. Die können jetzt auch in Urlaub fliegen. Der braucht überhaupt keine Startbahn, der kann so losfliegen. Naja, okay, haben wir. Flughafen haben wir. Noch von allen genug Arbeitern. Das ist also auch gut. Da müssen wir eigentlich weitermachen mit Umbau. Das ist hier irgendwie immer noch nicht so schön. Was ist das eigentlich alles? Das sind Büros mit einer sehr schlechten Qualität. Transportwesen. Oh, oh, oh. Das hier ist auch nicht so gut. Was ist denn das alles? Ungelernt in der mittleren. Die meisten fahren irgendwie nach unten oder so, ne? Das sind eben die Ungelernten. Ungelernte haben wir doch hier aber noch. Hier ist wahrscheinlich alles nicht. Brandschutz, Sicherheit, Arbeitsschutz, Lebensunterhaltungskosten. Weiß ich nicht. Soll ich mal nicht so anstellen. Ja, der
ist ja eigentlich auch schon so fertig, da kann man nichts machen. Und hier ist echt viel los. Und das wären hier die nächsten Felder, die man mal ein bisschen ordentlich machen sollte. Kriegen wir den Verkehr nie in den Griff. Das wird irgendwie schon wieder alles schlimmer, finde ich. Hier orange, das schon wieder mittlerweile ist. Einige Stellen komplett rot. Haben wir wieder unser U-Bahn-Netz verloren oder so. Hier sind überhaupt keine mehr. Oben scheint es sowieso noch komplett an U-Bahn zu fehlen. Hier ist eine, die nicht angeschlossen ist. Also unser U-Bahn-Netz ist recht fürchterlich. Die ist scheinbar auch nicht mehr angeschlossen. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Jeden Fall werden wir jetzt noch mal so ein paar anschließen hier vielleicht. Was Neues Tolles ist das, öffentliches Verkehrsmittel. Busgesellschaft, ach, die Busgesellschaft hat man, glaube ich, abgerissen, ne? Da liegt doch das mit in diesem Feld hier irgendwo drin. Mehr kriegen wir hier auch nicht rein, dann kommt jetzt hier noch mal ein schöner. So, und das hier war ja auch irgendwie noch Mist. Ja, ziemlicher Mist. Ziemlich gute ganze Geschichte. Ja, und hier noch so ein Wasser. Das ist teuer. Wasseraufbereitungsanlage. Wir müssen das eigentlich abreißen. Weiß noch nicht genau, wo ich weiter umbauen soll. Kann mich da gerade noch nicht entscheiden. Ich gucke gerade nur so ein bisschen rum. Schwierig, schwierig. Es sind so viele Baustellen, die wir hier haben. Müssen wir kurz mal gucken. Haben wir jetzt überhaupt noch Buslinien aktuell? Ah, hier hinten haben wir überhaupt keine Buslinien. Ich baue noch mal Buslinien auf. Möchte zumindest gerne auch versuchen. Öffentliche Verkehrsmittel, so kleine Endhaltestelle reicht. Könnte hier hin. Könnte da einmal hier hinfahren. Einmal hier hin. Dann muss man schon irgendwie zu den Büros kommen und nicht unbedingt gerade in eine Sackgasse landen. Hier hin. Hier können wir noch hin. Wollen wir einmal zu den Spitzenkräften. Dann wieder zurück. Ja, ich glaube schon.
Dann haben wir hier schon mal eine neue Busgesellschaft. Hier fehlt uns ja auch noch was. Aber ich glaube, die machen wir in der nächsten Folge. Also ich danke euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaltet. Also dann bis morgen. Tschüss.